Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Enderal. Wir machen weiter. Ich bin hier oben wieder aufgetaucht und halb ertrunken. Ich werde jetzt rohes Fleisch essen, obwohl ich es total eklig finde. Und ich habe ja versprochen, wir gehen nicht den Weg zurück, den wir hingegangen sind. Wobei eigentlich wäre es schlauer, weil wir ja noch ein paar Sachen entdecken. Wir müssen doch leider den Weg nehmen. Ich bin keine gute Routenplanerin, merke ich gerade. Wir müssen ja hier noch ganz viel erkunden, auch wenn es schon so langsam dunkel wird. Ja, ich drücke lieber nochmal F5. Ach, wie spät ist es denn jetzt? 7 Uhr abends. Komm, wir schlafen einfach mal 12 Stunden durch. Und dann erkunden wir weiter. Dann ist das auch, wir haben ja eine Teleportrolle nach Flussheim gefunden. Dann werden wir uns zum Ende der Folge dorthin teleportieren. Und das nächste Mal sehen wir uns dann in Ark wieder, glaube ich. So werden wir das machen. Dann haben wir genug erkundet. Jetzt regnet es. Uah. Wir schleichen wieder mal eine Runde. Der Regen ist irgendwie tierisch laut. Und ich habe festgestellt, ich habe Kampfmusik. Ich habe nochmal reingeguckt in die Folge. Und wir haben definitiv Kampfmusik. Und ich höre Wölfe heulen. Ganz schwach unter dem Regen. Aber ich höre sie. Sie uns jetzt. Oh Gott! Ah. Du Küstenpirscher, erschrick mich nicht so. Ich sollte sie auch mal treffen langsam. So, einer ist weg und. Den zweiten habe ich auch getroffen. Meine Güte, habe ich mich gerade erschrocken. Holla, die Waldfee. So, die Pfeile nehmen wir mit. Und ich esse nochmal was. Ich möchte einmal kurz die Effekte ein bisschen leiser machen. Audio. Und warum sind denn die Effekte voll? So. Ach, schon angenehmer. Ich habe jetzt nicht mehr das Gefühl, dass mir der Regen das Trommelfell zerplatzt. Zerplatzen lässt. So, ich spreche auch mal wieder Deutsch, damit ihr nicht denkt, ich kann es überhaupt nicht. Ah, ich glaube, wir gehen hier noch mal ein bisschen erkunden. Einmal ein bisschen abseits des Weges. Da unten seht ihr schon, der Quest-Pfeil wird immer größer. Irgendwas hat mich entdeckt. Da unten ist das Versteck. Oh mein Gott. Wir haben schon im Tutorial das Ding gesehen. Das ist ein Schlammelementar, Erdelementar. Ich hoffe, wir kriegen den kaputt. Boah, nicht so nah kommen lassen. Ich dachte gerade, da wäre ein zweiter. Ah, ich stürze hier irgendwo runter. Oh, da sind noch irgendwelche Viecher. Oh, er hat mich gleich. Nein, du kriegst mich nicht. Oh, entschuldigt, jetzt habe ich gerade voll meine Feststelltaste wieder eingestellt. Ich krieg dich noch. Ich krieg dich noch. So, einen trinke ich davon mal. Nein. Ach. Irgendwie hakt gerade die ganze Steuerung.
Oh, wir haben ihn erledigt. Oh, durchsuchen. Die Pfeile nehmen wir und das leere Salz. Oh Gott, lass mich hier raus. Ich muss erstmal meine Feststelltaste wieder. Geschafft. Geschafft. Aber da hinten war irgendwas. Wir haben noch irgendwas getriggert da hinten. Oh, das ist eine Eispranke. Und ich bin gerade völlig fertig mit der Welt. Ich sag's euch. Habe ich schon F5 gedrückt? Ich drücke lieber nochmal. Hier ist, glaube ich, nichts weiter. Okay. Nein, ich habe den Ötzi gefunden. Den Gelbbeutel nehme ich natürlich. Es gibt ein Screenshot. Ich habe den Ötzi gefunden. Ich glaube, jetzt werde ich berühmt. Den habe ich wirklich tatsächlich noch in keinem Spieldurchlauf gefunden. Das ist gerade für mich ein neues Easter Egg, das ich gefunden habe. Voll cool. Also hier gibt es viele Passagen. Oder kleine Easter Eggs. Und das ist so ermutigend, dadurch das Spiel zu spielen. Man hat immer wieder so kleine neue Anreize. Das ist schon cool. So, wir gehen hier voll durch die Sträucher. Ich glaube, es ist mal Zeit, wieder auf den Weg zurückzukehren. So, hier. Okay. Es gibt einmal F5. Dann geht's weiter. Es könnte auch gerne mal aufhören zu regnen. Oder sind Küstenpirscher? Ah, nicht getroffen. Oh, einen habe ich irgendwie erledigt. Getroffen. Könnt ihr mal aufhören, im Bogen zu laufen? Ich habe das Gefühl, ich bewege mich in dieser Folge mehr rückwärts als vorwärts. Ach, der ist leer. Okay, dann gehen wir mal weiter. Und dieser Regen. Ich habe eigentlich nichts gegen Regen, aber in Enderal stört er mich. Habe ich schon F5 gedrückt? Lieber nochmal. Ein Skelett liegt hier. Frostschutztrank und ein Groschen. Den nehme ich auch mit. Und die Goldfurtklippe haben wir entdeckt. Da ist noch ein Banditenlager. Da gehen wir mal hin. Ah, da sehe ich sie schon. Ich weiß nicht, ob ich sie von hier erreiche. Steht da hinterm Baum. Natürlich musste er jetzt genau sich so bewegen, dass ich ihn nicht mehr erreichen kann.
Irgendeiner hat, sucht mich. Suchen nicht beide. Ich sehe die ja noch nicht einmal. Oh, ich habe sie getroffen. Ich weiß nicht, wo sie steht. Wo sie hingegangen ist. Schießt gerade echt einfach nur ins... Wo ist sie denn? Ach, da ist sie. Die klingt sehr männlich, wenn sie stöhnt. Gut erledigt, auch wenn auch nicht so gut. Aber erledigt. Das nehmen wir noch alles mit. Jetzt muss ich den Kerl nochmal finden. Die habe ich ja schon genommen, die Wacholderbeeren. Ihr liegt da. Im Gebüsch. Eine Karotte. Nehme ich mal mit. Eisenschwert der Flammen. Rolle des Feuerballs. Was haben wir denn noch im Sack drin? Nägel. Nehmen wir auch mit. Lehrlingsbuch Verzauberung, Zweihandkampf und schon wieder Griff des Rattenfängers. Und noch ein Sack. Den nehmen wir auch mit. Ich lege mich mal kurz hin, ein Stündchen, damit wir uns heilen. Und ich hoffe, es hört auf zu regnen. Nein, natürlich nicht. Und jetzt gehen wir noch kurz hier ein bisschen runter. Denn... dort seht ihr schon glitzern, ist ein magisches Symbol. Also an den lieben Nosferatu, wenn du das siehst und das Symbol doch noch nicht gefunden hast, obwohl du mich danach gefragt hast, es ist hier. Aber mit ihm ist, glaube ich, noch ein Bärchen hier. Ja, da schläft es. Da tut ganz schön weh, der Bär. Nehmen wir alles mit. Und das Symbol holen wir uns natürlich auch noch. Da liegt noch ein Buch. Wohltat. Und PC liegt schon wieder hier rum. Ziegenfleisch nehmen wir mit. Eine alte Robe. Ein Trankmischer-Rucksack. Nehmen wir auch alles mit. Und natürlich das magische Symbol. Schon 13 Symbole gefunden, ne? So langsam geht's doch voran. So, jetzt müssen wir hier mal wieder aus dem Gebüsch raus. Am besten, wir gehen da lang. Aber ich habe schon wieder Wölfe. Das kann ja nicht wahr sein. Ich habe doch schon alle hier gekillt. Die gern gebratenen Lachs essen. Und F5 drücken. Boah, es ruckelt sich gerade echt zurecht. Meine Angriffstaste funktioniert auch gerade irgendwie nicht. War es jetzt nur einer? Ja. Drücke nochmal F5. Und wir gehen weiter durch den Regen. Ich hasse Regen. In Enderal. Ach nee, hier ist eine Truhe. Ah, noch mal eine Truhe gefunden.
alles mit. Ich glaube, hier kommen wir nicht mehr raus. Okay, wir gehen wieder zurück. Und wir gehen jetzt wieder auf den Weg. Wir sehen hier noch zwei Symbole, die unentdeckt sind. Die wollen wir natürlich noch entdecken. Auch gerne noch in dieser Folge. Und dann habe ich gerade so für mich beschlossen, wird es so sein, dass ich euch in der nächsten Folge wieder in Ark begrüßen werde. Denn wir werden dann, glaube ich, mal die Hauptstory weitermachen. Wir haben jetzt genug erkundet. Wir sind gelevelt. Ich glaube, ganze 2 Level sogar. Und dann können wir wirklich weitermachen mit der Hauptstory. Wir müssen da ja auch noch vorankommen. Sonst haben wir irgendwie 100 Folgen und noch kein bisschen von der Hauptstory gesehen. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Irgendwie bewegen wir uns gerade sehr, sehr ruckelig. Oh, da ist noch Windwurz. Das schnappen wir uns nochmal schnell. Ah, kann ich auch von hier unten ernten. Gut, dann durch den Busch und wir gehen weiter. Amora Tabinella. Nehmen wir mit. Und es geht ganz schön steil hoch. Ich glaube, ich höre jetzt mal kurz auf zu schleichen. Das nervt mich gerade ein bisschen. Ja, und hier sind wir angekommen. Ich schleiche jetzt doch wieder, weil ich hier vor Gegner erwarte. Die ich auch sehe. Ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt. Das ist aber eine wunderschöne Killcam. Wir haben so viel von dem Schuss gesehen. Ist doch bestimmt auch noch ein zweiter, oder? Und hier sind wir bei Schloss Goldenfurt. Wir werden da noch nicht reingehen. Auch wenn wir, glaube ich, können. Ja. Werden wir noch nicht reingehen, denn wir werden hier noch hinkommen. Das verspreche ich euch. Wir wollen auch nur noch schnell den Schrein dort entdecken. Ich drücke lieber sicherheitshalber nochmal F5. Oh, ich wurde schon wieder entdeckt. Ah, da stehst du. Ja, dieses Entdeckzeichen ist schon... Oder lebt noch... Oh Gott, ich wäre fast in ihn reingerannt. Das war eine bessere Killcam. Definitiv. Und da ist der Schrein. Da gehen wir noch schnell hin. Schrein von Goldenfurt entdeckt. Hier ploppte gerade links so viel auf, dass ich erstmal hingucken musste. Okay, Genesungstrank, Endralea Groschen. Irgendwas habe ich noch mit aufgenommen. Oh, da gibt es einen Dolch der Verzweiflung. Nehmen wir mal mit. Da ist noch ein Groschen. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle gibt es den Schnitt. Wir sind fertig mit dem Erkunden. Ich kann es ja euch nochmal schnell auf der Map zeigen. Hier sind wir angekommen. Da wäre noch natürlich der Kopfgeldauftrag. Den lassen wir jetzt einfach bleiben. Wir werden zurück nach Ark. Also ich werde zurück nach Ark kehren. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Glaub... Einfach bei vor dem Quest-Dungeon. Vor Aldra Schengrad. Ich glaube, so machen wir das. Ihr werdet ja sehen, ob wir
von Ark aus starten oder dort sind. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.